jetzt ist Challenge Time. Flo bringt mir ein Produkt. Ich werde es analysieren, Zutaten festlegen, nachbauen, Fanfaren abwarten, die mich zum Sieg beglücken und darauf warten, dass er tierisch beschissen aus der Wäsche guckt. Aber ich freue mich. Es ist Challenge. Yes! Oh, alter Schwede. Fanfare. Ich muss tatsächlich diesmal ganz vorsichtig sein. Das ist, glaube ich, das fragilste und zerbrechlichste Produkt, was wir je hatten. Oh, es kippt. Lass mich raten, es ist wieder kalt. Warum kriege ich eigentlich nichts Warmes mehr? Dann finde ich total langweilig. Weißt du, warm heißt oft dann auch ganz schnell backen. Und ich habe mittlerweile Angst vor dir. Ich glaube, so weit kann ich gehen. Komm hier raus. Ja, mein Kleiner. Und deswegen jetzt cut. Wie immer. Ganz fragiles Produkt. Och, alter Schwede. Ist das dein Ernst? Zitronentee-Granulat? Mhm. Du bist so doof. Aber es ist scheiße. Ja? Mhm. Yeah! Mach mal, ich bleib vielleicht noch mal kurz ein Minütchen da, um das zu genießen. Mmh. Ah, lecker, oder? Mmh. Wann hast du das letzte Mal getrunken? Zu Pfadfinderzeiten. Ich meine, es ist ja schon eklig, ne? Und dann schön umrühren. Okay, wasserlöslich. Mmh. Ja, ja. Zitronensäure. Ich würde sagen, ich lasse die Zeit mit dem köstlichen Getränk. Mmh. Das ist Urlaub, das ist Ankommen, Runterkommen. Ein schöner Tee mit ein bisschen Zitrone. Was möchte man mehr? Das hast du bestimmt so gegessen, oder? Das Granulat gelutscht. Dir treu dazu, dass du das Granulat lutscht. Ja, Prost, ne? Zuerst haben wir mal Zucker. Und davon nur noch Dextrose, Zitronensäure, Teeextrakt. Tja, Teeextrakt ist konzentrierter Tee. Also Tee ist der Rohstoff. Dann nimmt man alles das vom Tee, was so ein bisschen hier und da liegen geblieben ist, macht davon ein Extrakt. Und das kann dann auf viele Produkte raufgesetzt werden, wenn man Tee auf die Packung schreiben möchte. Und hier benutze ich einen Tee-Extrakt, weil das kann ich viel genauer dosieren und dementsprechend auch so ein genaues Endergebnis zu erzeugen. Weil das sieht ja schon so ein bisschen aus wie Spülwasser. Ne? Ach, bah. Es gibt ein Problem, weil das ist ein extrudiertes Produkt. Und ich habe keinen Extruder da. Ich mache da ein bisschen Calcium rein, ein bisschen Magnesium. Ah, ich will so einen Easy-Sahnespender. Kann ich mir vielleicht den Extruder sparen? Das heißt, ich mache eine Art Masse, dann haue ich das in den Sahnespender, dann ziehe ich da ganz viel Gas und Luft runter, erzeugt damit kleine Bubblebläschen und das müsste ich dann in einen Dörrautomaten geben, damit das richtig schön durchtrocknet. Welcome, Lege Entertainment. Das ist eine Großkotzigkeit, die nicht mehr zu überbieten ist. Das ist unfassbar. So, also du hast leider wieder ein bisschen Schalsche recherchiert, aber ich... Was haben wir denn hier? Zucker, Dextrose, Teeextrakt, Zitronensäure, Calcium, Magnesium. Und dann steht hier unten ist... Easy-Spender. Also so ein Sahnespender. So. Weißt du, so Easy-Sahnespender, Easy-Spender. Ist das die erste Line deines neuen Albums? Halt die Schnauze, hau ab. Verzieh dich. Hau ab. Geh. Magst du mich noch einmal umarmen? Einmal Liebe schenken? Ach, boah. Ich hab ihn zum Fressen gern. Ach, wo bleibt er denn? Wo bleibt er? Ha? So ein paar Zutaten wie so ein Krümeltee. Mein Gott, ey. Wer kennt das nicht? Zeltlager. Mit der Schule. Jeder hat Krümeltee getrunken. Ich will gar nicht wissen, was bei dir im Zeltlager alles passiert ist. Oh, einiges. Ja? Ach, da hast du ja so, schau mal, ich habe eine bunte Mischung mitgebracht. Du weißt eh nicht, was es ist. Calcium, Zitronensäure. Calciumchlorid. Ja. Ja, das ist nicht so toll. Das stelle ich dir mal runter. Hm? Und? Magnesiumsorbat, auch gut. Schwarzer Tee. Da Zucker. Machst du dir ein schönes Extrakt draus, oder? Komm her, mach mal Mund auf. Warum denn schon wieder? Mach Mund auf. Ist doch Magnesium, oder was? Nein, mach Mund auf. Komm, warum denn? Ich mein's gut, wirklich. Bisschen Zitronensäure. Oh! Oh, Alter. Boah. Sauer! Macht lustig, du bist doch sonst immer so ein lustiges Kärtchen, mein Kleiner. Normal ist das Produkt extrudiert, aber müsste auch so klappen. Ich denke. Ich werde es schaumig trocknen.
klein hacken, aufrühren, fertig. So, jetzt brauchen wir erstmal einen starken Tee. Fangen wir an. Töpfchen. Wasser. Ein bisschen Tee, nicht zu viel. Koch alles einmal auf, kühl es runter. Ja, mein kleiner Trockenautomat. Das Zeug ist ja schreiend süß. Deswegen richtig viel Zucker. Damit es natürlich schön erfrischend schmeckt. Zitronensäure, Magnesium und ein bisschen Calcium. Perfekt. Bisschen mehr Tee reinhauen. So ist gut. Tee-Extrakt wäre jetzt einfacher, weil Tee-Extrakt ist halt auch wesentlich günstiger. Unser Krümeltee, der wäre jetzt teuer. Ich stelle das mal hier an. Da komme ich mal 50. Dann läuft's. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Das Ganze kippe ich jetzt hier durch. So. Da ist mir noch ein bisschen zu viel von diesen schwarzen Teestücken drin. Ne? Ja, ich kenne den. Weil nachher sucht er dann wieder irgendwas. Da sagt, ja, aber das passt doch nicht und das passt doch nicht. So, jetzt ist das Glas klar. Wie so eine Urinprobe nach einem harten Wochenende. Liebe Grüße ins Berghain. So, kalt rühren, ganz wichtig. Boah, jetzt mal Eiswürfel. Fertig. Wasser, Salz drauf. Salz entzieht Energie, wirkt hydroskopisch. Und dadurch bekommen wir einen schönen, schnellen, eiskalten Tee. So, ratzfatz kalt die Kiste, ne? Das wird jetzt schon schön schaumig, wa? Ich hau das Ganze jetzt in meinen Sahnesiphon. Jetzt muss es funktionieren, ansonsten sehe ich blöd aus. Immer das Gas da durchströmen lassen. Gut. Zweite Kapsel. So. Dann schütteln wir das schön, damit sich alles verteilt. Aber der Schaum ist nicht stabil, er fällt wieder zusammen. Das kippe ich mir wieder in den Topf. Konzentriere mir das auf die passende Viskosität, bis es ganz leimig ist. Und werde es dann nochmal aufschäumen. Sparkling Ice Tea, Ladies and Gentlemen, hier. Huh? Ein echter Schaumschläger halt der Lege. Und dann werden wir es so lange runterkochen, bis das ein Sirup ist. Was machst du hier? Was rennst du hier rum, du Spinner? So, die Plempe kocht. Wasser geht raus. Das muss richtig schön leimig werden. Das muss erstmal runterkochen. Ich warte. So ist es perfekt. Jetzt ein bisschen runterkühlen. Oh, das wird schon fest. So, das füllen wir jetzt hier rein. Gas wieder rauf. Tja, da kommt nichts außer Sirup raus, ne? Verdammte Scheiße. Ich hau noch eine Kartusche drauf. Nee, da schäumt gar nichts. Ach du liebe Neune. Tja, dann trockne ich das halt so. Mach danach noch ein bisschen Puderzucker drumherum. Dann sieht's aus wie diese raue Oberfläche. Und verkauf dem Idioten das als Instant-Tee. Schmeckt nach Tee, schmeckt nach Zitrone. Mein Gott, ab damit in den Dörrautomaten. So, so, das lassen wir stehen. Morgen früh aushärten lassen. Irgendwas wird sich da schon im Wasser auflösen. Es muss nur so schmecken und so aussehen. So, mal sehen, was hier aus meinem... Sieht aus wie eine Scheibe. Oh. Mist. Totaler Blödsinn, den ich mir da zusammengerührt habe. Mist! Denk nach, denk nach, denk nach. So, pass auf. So, hier, Dextrose. Puderzucker! So, da mache ich ein bisschen von dem Sirup rein. Und dann mache ich mir so eine Art Teig. Und da mache ich so kleine Nips von. Dann sind die außen nämlich auch so schön klein und rau und lösen sich wunderbar auf. Das ist eh sehr gut konzentriert. Dann guckt der Kollege mal richtig bescheuert aus der Wäsche. Naja.
So, wenn ich das jetzt nämlich hier so nehme, weißt du, das sättige ich jetzt immer mehr. Geil, funktioniert. Hier noch ein bisschen drauf. Das trocknet dann noch ein bisschen nach. Ich glaube, das ist ein Zitronenschnitzel. Das ist vegan, mit einer leichten belebenden Wirkung von Tee. Wunderbar. Ja, fertig ist der Instant-Tee, ne? Würde ich sagen. Das schneide ich jetzt schön in so kleine Nipsis und dann ist es erledigt. Das klebt bestimmt zusammen, oder? Nö, das ist auch schon mal ganz gut. So. Da ist er, der Krümeltee. Flo kann kommen. Oh, Baby. Sitting around in my car. Ja. Was? Lemon Tree wollte ich singen. Lemon Tree? was ist das? Das sieht ein bisschen aus wie so eine ganz süditalienische Pastasorte von Nonna. Also das ist ja mal wirklich optisch wirklich mal auf einer ganz anderen Spur unterwegs. Ja, mein Gott, ich muss Halleluja. Das finde ich sieht ja mal ein bisschen aus wie Fischfutter. Ja. Und deine sehen aus wie Nudeln. Dann probier so. Doch mal. Mach also, wir machen jetzt mehrere Tests, weil ich bin ja immer noch der Meinung, das löst sich auf keinen Fall auf. Das ist so, das ist nix. Also, original. Ich halt Zucker. Ich halt einfach Zucker. Mhm. Oh. Oh. Schwierig. Ich fange mal mit den negativen Punkten an. Was ist denn los? Also Konsistenz. Ist nicht was komplett anderes. Ja, aber Geschmack. Optisch ist was komplett anderes. Und geschmacklich ist es halt leider. Klatsch. Ich neutralisiere mal. Ja. Jetzt sag noch mal kurz, wie der Geschmack ist. Es geht ja um Geschmack auch. Was ist los? Ja, löst doch mal Wasser das auf. Das Besondere. Ja. Dem ist halt, dass da wirklich eine ziemliche Säure drin ist, wenn man den pur frisst. Ja, ja. Dito. Löst sich's auf? Oh. Man muss ein bisschen mehr rühren. Naja, okay. Ich will mal sagen, es hat sich jetzt noch nicht alles aufgelöst, aber zumindest schon genug. Ich meine, es ist ein bisschen getrübt, dass da jetzt eine geschmackliche Veränderung da sein sollte. Hier hat sich auch noch nicht alles aufgelöst. Warum kostest du denn jetzt? Das ist doch mein Job. Hat da wohl einer so ein bisschen... Du hast von beiden zu wenig reingemacht. Hier muss mehr rein, hier muss auch mehr rein. So. Du kannst doch nicht mal Instant-Tee anrühren, das ist so schlimm. Ja, du kannst wirklich noch nicht mehr so einen Krümeltee anrühren. So, komm, reicht jetzt. Also, original. Ah, lecker, toll. Okay, also folgendes. Jetzt aufgelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Nicht mehr ganz so sauer wie das Original. Mhm. Ganz ehrlich, ich möchte sie dir nicht geben. Nee? Ich möchte sie dir nicht geben, weil es ist schon an vielen Stellen wirklich weit weg. Es sieht anders aus, die Konsistenz ist anders. Es schmeckt nicht ganz so sauer. Für mich ist es nicht geschafft. Schreibt's rein, sagt Präsident. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, einfach hier klicken. Ihn könnt ihr ausblenden und der Abonnier-Button ist da vorne. Sebastian, du weißt schon, dass ich entscheide, welche Videos hier landen, ne? Genau. Er entscheidet, welche Videos da sind. Das heißt, wenn ihr Videos mit mir sehen wollt, dann einfach hier klicken. Genau, ja. Weil er ist so ein total attraktives Persönchen. Das stimmt. Ansonsten hier abonnieren und dann belästigen. Wir können auch den Abonnier-Button jetzt so in dein Gesicht setzen. Ja, und dann kann man da so draufdrücken die ganze Zeit. Das können wir auch mal machen. Ey, wir haben, es gibt so viele Möglichkeiten. Das Internet ist so ein toller Spielplatz, Kids. Folgt uns, seid dabei. Und danke, dass ihr uns so supportet.